Und wenn ihr einmal nicht genau wisst, wie es weitergeht, schärft der berühmte Schriftsteller seinem jüngeren Kollegen ein, dann lasst einen Mann durch die Tür kommen, der in seiner Hand eine Knarre hält. Der Ratschlag stammt von Raymond Chandler, einem der Begründer und ganz großen Meister des schwarzen oder, wie man früher auch sehr gern sagte, des hartgesottenen Kriminalromans. Schöpfer von Stoffen, die in so berühmten Filmen wie Tote schlafen fest, The Big Sleep oder Lebe wohl, mein Liebling, Farewell, my lovely, der diesen Tätern wie Opfern zur Unsterblichkeit verhalf. Ein Mann, der Verbrechen in unserer Gesellschaft weniger als private Schuld, sondern als eine geschäftliche, manchmal auch als eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darstellte. Diese Karriere war nicht unbedingt zu erwarten. Allerdings ist in Chandlers Leben selten etwas verlaufen, wie es seine Umwelt hätte erwarten können. Geboren wurde er im Juli 1888 in Chicago. Der Vater war Ingenieur, aber vornehmlich Trinker, machte sich bald aus dem Staub oder wurde von dem Sohn ferngehalten, ganz genau wissen wir das nicht. Raymond Chandler ist 7, als sich die Mutter scheiden lässt und den Jungen nach England bringt. Hier kommt er auf das angesehene Internat in Dulwich, südlich von London. Literaturliebhaber kennen Dulwich, weil in denselben Gebäuden nur wenige Jahre zuvor auch der vielleicht bekannteste, der witzigste englische Humorist, der legendäre P.G. Woodhouse, unterrichtet wurde. Und aus dessen Briefen und aus dessen Biografie haben wir auch einiges über die Umgangsformen in jenem Internat erfahren. Sagen wir, sie boten sowohl dem Humoristen wie dem Meister des abgründig Kriminellen ausreichend Material für ihr späteres Schaffen. Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass dieses Internat perfekt geformte Gentlemen in die Welt entließ. Chandler vervollkommnete seine Ausbildung noch durch Sprachstudien in Paris und in München und legte dann als Drittbester das Eingangsexamen für das britische Marineministerium ab. Man bedenkt, dass dieses Ministerium damals als gesellschaftlich mindestens so fein galt wie das Foreign Office, also das Auswärtige Amt, muss man sagen, der Junge hat es sehr schnell sehr weit gebracht. Chandlers Ausbildung wurde von einem so konservativen wie wohlhabenden Rechtsanwalt, seinem Onkel Ernest, gezahlt. Eine gute Anlage, wie der sich gedacht haben mochte. Doch 6 Monate später hatte sein Neffe die Nase voll vom Marineministerium und dessen Sitten und nahm seinen Abschied. Dieser Schritt kam, um es vorsichtig zu sagen, in der Familie nicht besonders gut an. Onkel Ernest tobte. Und er tobte noch heftiger, als er erfuhr, dass sich sein vielversprechender Neffe als freier Schriftsteller im Londoner Stadtteil Bloomsbury niedergelassen hatte. Bloomsbury, das ist das Viertel zwischen den Theatern und den Museen. Bloomsbury hatte einen Klang wie Montmartre in Paris oder Schwabing in München. Die Sitten galten als gelockert, die Zahlungsmoral als bedenklich, der Unterhaltungswert als hoch. Im mittlerweile legendären Bloomsbury traf sich jener Kreis aus feinsten Bildungsadel um die Schriftsteller Virginia Woolf, Lytton Strachey oder Clive Bell und den Kunstkritiker John Ruskin mit den Ästheten, die mit religiöser Inbrunst und bisweilen bis zur Frivolität an das Schöne, und zwar an das zwecklos Schöne, glaubten. Das war selbstverständlich ein anderer Umgang als das Marineministerium seiner Majestät, ganz gewiss. Aber Raymond Chandler suchte offenbar nicht einmal die Nähe zur damaligen künstlerischen Avantgarde. Ihm schien es zu genügen, einfach nur radikal über sich selbst bestimmen zu können. Und auch ideologisch lassen sich die damals entstandenen Schriften Chandlers schwer einordnen. Er schrieb Gedichte und Essays für die Westminster Gazette. Das war eine Zeitschrift, die der liberale Geschäftsmann aus der Londoner City las, wenn er sich in seinem Club abends auf das Abendessen vorbereitete und dazu einen Sherry trank.
literarische Aufregung, sei diese ästhetische oder kriminalistische Natur, behagte dieser Spezies von Lesern am allerwenigsten. Aber Chandler behauptete sich auch hier. Aber wir haben ja auch anfangs schon darauf hingewiesen, in Chandlers Leben musste sich seine Umwelt stets auf Überraschungen gefasst machen. Wir wissen nicht, ob sein Onkel deshalb ihm aus Erleichterung oder aus Wohlwollen jene 500 Pfund zusteckte, als ihm der Neffe 1912 mitteilte, er wolle jetzt in das Land seiner Geburt zurückkehren, in die Vereinigten Staaten. Auf jeden Fall ließ sich der Onkel einen Schuldschein ausstellen, der auch die Zinsen festhielt. Hier ist nun seine Umwelt nicht mehr jene, die er als Bub in Chicago erlebt hat. Und sie ist erst recht nicht die Umwelt eines immer noch jungen und nebenher gesagt ungewöhnlich gut aussehenden Mannes, der seine prägende Zeit in einer Privatschule in England und in der britischen Admiralität oder unter freien Schriftstellern erfahren hat. Er muss Gelegenheitsjobs annehmen. Und gerade bei Gelegenheitsjobs sind das Qualifikationen, die eher gegen als für den neuen Mitarbeiter sprechen, auch in Kalifornien, wo Chandler schließlich landet. Und Chandler muss sich durch Gelegenheitsjobs finanzieren, um sein Ziel zu erreichen. Ein Ziel, das ihm vermutlich selbst noch nicht so recht deutlich ist. Der Krieg. Der Erste Weltkrieg hebt diese Unsicherheit für eine Zeit lang auf. Chandler kämpft auf Seiten der Kanadier in Frankreich. In einem Feldzug, so kann man es nachlesen, war er der einzige Überlebende seiner Kompanie. Der Schriftsteller, auch das kann man nachlesen, hat bestimmt mehr Grauen erlebt als viele andere Autoren vor und nach ihm. Aber er hat daraus nie schriftstellerisches Kapital gezogen, wie Ernest Hemingway damals und eine Kriegsgeneration später. Chandler blieb der möglichst Unauffällige, der stets dem Understatement, der vornehm scheuen Zurückhaltung verpflichtete Schüler einer englischen Privatschule. Ich habe gerade kein schriftstellerisches Kapital gesagt, das stimmt naturgemäß angesichts eines basierenden Ernest Hemingway. Das muss aber qualifiziert werden. Zumindest in einem Roman von Chandler taucht eine Figur auf, ein ständig betrunkener englischer Schriftsteller, jung, doch bereits mit weißen Haaren, dem an der Front in jenem Krieg Schreckliches widerfahren sein muss. Und damit kommen wir endlich, meine verehrten Zuseher, kommen wir nun endlich zu jenem Teil unserer heutigen Präsentation, die uns mit dem Schriftsteller Raymond Chandler ein wenig näher bekannt macht. Das hat jetzt ein wenig länger gedauert, weil eben dieses Leben von so vielen komplizierten Verknotungen, von Plots gekennzeichnet war, wie manche Romane des Autors. Wir redeten dabei übrigens noch nicht von seinem Liebesleben oder von seinem Aufstieg und Fall als Unternehmer in der amerikanischen Mineralölbranche. Aber das alles können Sie bei dringendem Bedarf auch in den oft merkwürdig gewundenen Nachrufen verfolgen. Wir halten an dieser Stelle allenfalls fest, dass sich Chandler nach einer gescheiterten Karriere als Geschäftsmann Ende der 30er Jahre wieder ganz dem Schreiben zuwandte und dadurch eben jener berühmte Raymond Chandler wurde, den wir mit Recht als einen der Großen der Weltliteratur schätzen. Also lenke ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit auf den Roman The Big Sleep, auf Deutsch Der Tiefe, der große oder der lange Schlaf, manchmal auch Tote schlafen fest, und auf dessen Hauptfigur, den Privatdetektiv Philip Marlowe. Dieser private Ermittler Philip Marlowe hat früher einmal für die Staatsanwaltschaft von Los Angeles gearbeitet, dann aber den Dienst nach einer ungustiösen Affäre quittiert. Seit seinem Ausscheiden betreibt er eine schäbige Detektei in der kalifornischen Metropole. Er ist unverheiratet, ein Einzelgänger, der mit sich selber Schach spielt, sein bester Trinkpartner ist und Aufträge ablehnt, die ihm moralisch nicht akzeptabel erscheinen. Scheidungsfälle zum Beispiel. Ökonomisch ist das für einen Privatdetektiv eine denkbar schlechte Ausgangslage. Im Roman Der tiefe Schlaf erhält nun
Marlowe den Auftrag, einer vermeintlich leicht durchsichtigen Erpressung nachzugehen. Die jüngere, klar, die leichtlebige, drogenabhängige Tochter eines wohlhabenden, sich im Ruhestand befindlichen Generals unterzeichnet Wechsel auf Spielschulden, zu denen sie offenbar gezwungen wurde. Marlowe soll der Sache ein Ende setzen. Carmen, so heißt die Tochter des Generals, bewegt sich im stadtbekannten Milieu einer Gesellschaft, die sich für die bessere hält. Da hier die Reichen verkehren, ist auch ihre Verfügung über die Polizei eine weitgehend freizügige. Viele Verbrechen sind einfach Verhandlungssache, ein Deal, wie man dort sagt. Bei seinen Nachforschungen findet Marlowe nun heraus, dass auch die Schwester von Carmen, die etwas sprödere Vivian, in die Erpressungsgeschichte verwickelt ist und dass der ganze Fall zudem mit dem Verschwinden eines charismatischen früheren Kämpfers für die IRA, für die irische Befreiungsarmee, zusammenhängt. Der Kämpfer hat sich an der amerikanischen Westküste im Alkoholschmuggel beteiligt. Diesen Iren liebte die verführerisch verdorbene Carmen, die Liebe aber blieb unerwidert, also brachte die Tochter des Generals den früheren Freiheitshelden, den späteren Alkoholschmuggler, aus Eifersucht um. Ihre Schwester wusste um die Tat, war also gleichfalls erpressbar. In die Tat zusätzlich verwickelt war ein Gangsterboss, mit dessen Frau der Ire, der Alkoholschmuggler, ein heimliches Verhältnis gehabt hatte. Soweit zur Struktur der Erzählung. Und Sie dürfen sich, mir und sich selber gratulieren, verehrte Zuseher, dass Sie das Beziehungsgeflecht so schnell verstanden haben. Als der Roman nämlich verfilmt wurde, das war 1946 und niemand Geringeres als Howard Hawks führte damals Regie, da verloren selbst der Regisseur und sein Hauptdarsteller Humphrey Bogart bisweilen die Orientierung über die komplexen Handlungsstränge. Tauchen nun in diesem Roman unerwartet Männer auf, die eine Knarre in der Hand haben? Klar, es wird auch mit Gift und mit Faustschlägen gearbeitet. Frauen kreuzen Oberschenkel, unverkennbar, wenn vielleicht auch in verstellter Absicht, und öffnen die oberen Knöpfe von Blusen. Jawohl, es geht zu wie im richtigen Leben. Raymond Chandler kannte das literarische Milieu, in das er sich hineinbegeben hatte. Sein berühmter amerikanischer Kollege, der Schriftsteller Dashiell Hammett, hatte das Tor zu dieser Erzählform bereits geöffnet. Doch das ist nur ein kleiner Einweis, Gott, nebensächlicher, ganz oberflächlicher Aspekt des literarischen Unterfangens. Bei Chandler liegt nämlich das Bewahren von Moral, von Anstand bei den Außenseitern, bei den kleinen Akteuren im gesellschaftlichen Getriebe, auch für den einen oder anderen nicht korrupten Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ist hier Platz für Moral. Für die anderen ist Gerechtigkeit eben eine Frage des Deals, der jeweiligen Machtverhältnisse. Macht schafft Gerechtigkeit. Das ist die traurige, die zynische Botschaft dieses Autors. Auf Lichtblicke darf nur hoffen, wem das Glück beschieden ist, auf Figuren zu treffen, wie eben einen heruntergekommenen Privatdetektiv, der sich diesen Spielregeln eben nicht beugt, der für $50 am Tag arbeitet und nicht klagt, wenn ihm der Widersacher eins über den Schädel zieht. Literatur wird daraus naturgemäß nur, meine Damen und Herren, wenn dieses Unterfangen auch stilistisch mit einer solchen Feinfühligkeit, einem so aufmerksam gespitzten Ohr für abgefeimte Dialoge festgehalten wird und von Sprachbildern, die, wie bei Chandler, bereits auf die Pop-Art vorbereiten. Deswegen gestatten Sie mir zum Schluss, verehrte Zuseher, einen weiteren Rat an jüngere Schriftsteller. Lesen Sie Chandler unbedingt, aber übertreiben Sie nicht, wenn Sie in eine literarische Klemme geraten, die Ihnen Unsicherheit bereitet. Der unbekannte Fremde, der mit der Knarre in der Hand durch die Tür tritt, kann, er muss aber nicht die Lösung Ihres dramaturgischen Problems sein. Philip Marlowe, der mit so vielen Wassern gewaschene Detektiv, hätte das nicht anders gesehen.